Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Programmtipp von mir. Dieser richtet sich an alle Komponisten, Hobbymusikern und Meistern für oder Machern von Videos, wo sie copyright-freie Musik verwenden wollen. Und dieser Tipp heißt Tux Guitar. Tux Guitar ist eine Open Source Anwendung für die Betriebssysteme Windows 98 bis Windows 7 exklusive Windows ME, aber darauf müsste das eigentlich auch problemlos laufen. Und Tux Guitar ist eine Software zum Erstellen von MIDI-Dateien oder Guitar Pro Tabs. Ich verwende diese Datei eigentlich nur so zum Spaß, um ein bisschen rumzuspielen. Ich hatte dieses Programm ausprobiert, da hatte ich noch keine Ahnung von irgendeiner Musik. Ich hatte mal als ich klein war Blockflöte gespielt, aber das ist auch schon Jahre her. Jetzt habe ich mir noch eine Gitarre zugelegt und dafür muss man sagen, ist auch für Einsteiger gut geeignet, aber seht es euch einfach mal selbst ein. Denn es ist eine Freeware, also kostenlos zur Verfügung. Link zum Download werde ich wie immer in die Videobeschreibung stellen. Und jetzt öffne ich erstmal Tux Guitar. Gleich mal mit einem selbst komponierten Lied von mir, mit dem sehr einfallsreichen Titel My Song. Nicht weil der sich nicht auf mich bezieht, sondern weil mir kein besserer Name eingefallen ist. Wenn man das Programm das erste Mal öffnet, sieht die Benutzeroberfläche so aus. Man hat hier seine Linien, wo man drauf seine Noten abspeilen oder draufsetzen kann. Und erstmal nur einen Takt. Um weitere Takte hinzuzufügen, geht man hier einfach auf Takt hinzufügen. Und dann sucht man sich aus, wie viele, beispielsweise 9, damit es eine runde Zahl bleibt. Dann hat man eine Reihe von Instrumenten, die man öffnen kann, indem man einfach mit Doppelklick auf den Track geht. Und dann kann man hier auswählen. Man hat ganz viele Gitarren. Dann hat man Bässe, Violinen, Cellos und alles mögliche, Tuba, Klaviere und all so was. Orgeln. Die. Und natürlich E-Gitarren. Was auch schön ist. Dann kann man hier den T Track einen Namen geben, zum Beispiel erste Gitarre. Und dann kann man hier seine Noten einfügen. Wenn man zum Beispiel jetzt eine Viertelnote haben will, dann muss man erst die Note eingeben und dann kann man hier oben dann ändern, weil sich das immer auf eine rückläufige Note bezieht, beziehungsweise dann auf die Note, die hier unten in den Gitarre-Riffs, Tabs, keine Ahnung, gerade versehen ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier klicke und eine 1 mache oder eine 2, dann kann ich hier noch eine Achtelnote draus machen. Und hier auch noch, dann kann ich da zum Beispiel jetzt eine 64-Note machen. Und Tipp, also erst ein wichtiger Tipp, wenn ihr ein Schlagzeug einfügen wollt, ich zeige jetzt erstmal allgemein, wie man ein neues Instrument einfügt. Man geht auf Spur, geht man auf Spur hinzufügen, öffnet sich einfach eine neue Spur. Mit den Standardeinstellungen heißt dann nur Track 2 und ist eine normale Stahlseitengitarre. Ja, wenn man daraus ein Schlagzeug machen will oder irgendwelche anderen Musikinstrumente, die man mit irgendwie zum Drauftrommeln sind oder auch Triangeln, dann klickt man hier drauf und geht hier unten auf Präkursions, keine Ahnung wie, Spur. Bestätigt das mit OK. Da muss man auf Ansichten und Show Matrix. Hier sind dann die ganzen Instrumente und Trommelarten verewigt. Dann kann man hier zum Beispiel, hier stellt man dann die Länge des Takts ein, wie eine Achtelnote. Und dann kann man hier auf eine Triangel. Wunderschön. Wunderschön hört sich das denn an. Dann sieht man hier die Noten dafür. Die sind jetzt natürlich nicht so, dass man die auf einer Gitarre nachspielen kann. Man kann auch so nichts eingeben in den Trommelnoten, sage ich jetzt mal. Das muss man nur, kann man nur über dieses Matrix-Menü. Wenn man dann ein fertiges Lied hat, ich öffne jetzt nochmal eben das von eben. Jetzt verwendet er Dateien. Nein. Dann kann man hier, wenn man eine
Gitarre oder Bass, wenn man den auf 4 Saiten oder 5 Saiten eingestellt hat, je nachdem, was man für einen Bass hat, kann man hier auf dieses Symbol klicken, das steht dann drauf, zeigt Gitarrengriffbrett oder nur Griffbrett. Und dann kann man sich hier anzeigen lassen, wo man auf einer Gitarre greifen muss, zum Beispiel hier auf der Seite mit die zweithellste Seite ist das, von hinten, von den Anfangskopf aus, da wo die ganzen Noten gespannt werden, ist es dann der erste. Wäre dann der zweite Takt, Tap auf der Gitarre. Und dann kann man sich hier anzeigen lassen, wo man greifen muss. 1, 1, 0, 0, 0, 0. Und da kann ich jetzt ja meine Kostprobe geben von meinem Lied. Und parallel läuft dann hier unten noch die Anzeige, wo man greifen muss. So, ich glaube, das sollte genügen. Hier so als Beispiel. Wie ihr gehört habt, da sind mehrere Instrumente drin. Der Bass, noch eine zweite elektronische Gitarre und dann eben Trommeln. Ja, und wenn man das jetzt Ganze exportieren will, geht man einfach auf Datei und auf Exportieren. Dann geht man auf MIDI, also auf ein Media-Format, was man dann über einen MIDI-Synthesizer, so heißt das, wiedergeben kann. Kann das aber auch so in den neuen in den neuen Media-Playern von Windows wiedergeben. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Apple ist, denn ich besitze leider kein Apple. Ja, noch eine wichtige Sache, wenn ihr dann irgendwas zum Thema Tutorials intromäßig macht, achtet darauf, dass das Tempo richtig eingestellt ist. Das zu machen, geht man einfach dann auf Komposition und auf Tempo. Stellt man hier das Tempo ein. Guckt man einfach mal standardmäßig 120. Wenn es ein zu langsam ist, stellt man halt schneller. So bis es einem gefällt. Und dann einfach auf Exportieren. Und dann kann man das verwenden für seine Tutorials als Intro. Und das wäre es eigentlich auch schon gewesen zu diesem Programm TuxGuitar. Ich hoffe, euch gefällt dieses Programm und hat mein kleines Programm, Preview, Review, wie auch immer, gefallen. Und ich würde mich dann freuen, wenn ihr meine Videos abonniert und auch weiterhin anseht, dieses Video bewertet und Kommentare drunter schreibt. Okay, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.